Meditationslehrer EU. Carsten Spaderner. Okay, ich starte den Timer.
weiterhin ruhig sitzen bleiben. Hab ein bisschen Geduld, bis dein Nervensystem sich beruhigt hat. Den Atem einfach geschehen lassen. Die Gedanken da sein lassen. Die Empfindungen im Körper da sein lassen. Die Geräusche um dich herum geschehen lassen. Deine innere Befindlichkeit akzeptieren. Wie auch immer du dich gerade fühlst, sei okay damit. Nichts ablehnen, keinen anderen Zustand bevorzugen. Versuch immer noch deinen Körper ruhig zu halten, still bleiben. Die meiste Unruhe ist gar nicht körperlicher Art, sondern geistiger Art. Und wenn wir es schaffen, den Körper ruhig zu halten, wird sich gleich auch der Geist beruhigen. Hab Geduld. Lass die Schultern locker. Die Arme einfach hängen lassen. Das Gesicht ganz weich. Die Augen ganz sanft geschlossen. So ist gut, ganz ruhig.
Nimm etwas Spannung aus dem Körper, indem du dich auf deiner Unterlage ganz wohl fühlst. Achte auf deinen Kopf, dass du den Kopf nicht in den Nacken legst. Also nicht den Kopf so nach hinten ablegen, als würde man etwas nach oben schauen. Lieber das Kinn etwas in Richtung Brust ziehen und der Nacken ist gestreckt. Als wäre oben an deinem Kopf in der Mitte ein Seil und du wirst da hochgezogen. Und wenn du kannst, dann versuch auch sehr gerade und aufrecht zu sitzen. So ein bisschen ein erhabenes Gefühl, wie ein Meditationsmeister oder Meisterin. Zugleich ganz entspannt. Jetzt bemerkst du vielleicht schon, wie deine Atmung reagiert. Lass den Atem so sein, wie er ist. Wenn er schnell ist, dann bemerkst du halt, meine Atmung ist schnell. Wenn sie flach ist, dann bemerkst du, meine Atmung ist flach. Bleib ruhig. Lass dem Körper Zeit. Sehr gut so. Wenn wir die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren wollten, dann müssten wir auch viel Geduld haben und ruhig bleiben. Das ist keine Kopfangelegenheit, sondern eine körperliche Angelegenheit, ein körperlicher Vorgang. Also lass dem Körper Zeit, sich zu regenerieren. Bleib einfach ruhig sitzen. Lass ihn arbeiten. Vielleicht bemerkst du verschiedene Empfindungen im Körper, wie Wärme, ein Kribbeln oder ein Pochen. Vielleicht ist auch das Gefühl von Anstrengung oder Erschöpfung. Gut, lass das da sein. Spür es, veränder es nicht, akzeptier es. Bleib innerlich okay. Sehr gut so. Und da wir keinen Marathon laufen, brauchst du gar nicht erst ein Ergebnis zu erwarten. Es wird immer so sein, wie es ist. Kein Ziel, keine Erwartung. Das ist der Augenblick, wie er ist.
Und jetzt versuchen wir in Ordnung zu sein mit dem Augenblick. Sei okay, wie es ist. Entspann dich. Beruhig dich. Lass die Schultern locker. Keine Eile. Bleib ganz im Augenblick. Kiefer locker. Die Mundwinkel entspannt. Die Lungen holen sich die Luft durch die Nase. Und lass noch ein klein wenig die kleinen Muskeln um deine Augäpfel herum locker. Langsam locker lassen. Kein Ziel, keine Erwartung. Bleib ganz im Augenblick, so wie er jetzt ist. Ganz ruhig. Da sind ein paar Geräusche, ein paar Körperempfindungen. Ein paar Gedanken schießen durch den Kopf. Licht berührt deine Augenlider. Luft berührt deine Haut. Die Erdanziehung zieht dich nach unten. Das nimmst du als Schwere wahr. Lass deinen Brustkorb locker. Ja, so ist besser. Lass deinen Brustkorb locker. Lass ihn atmen. So ist gut. Lass die Luft einfach durch deine Nase ein- und ausströmen, ohne Widerstand, keine Begrenzung.
So ist sehr gut. Im Grunde ist alles, was gerade in dir geschieht, das geschieht aufgrund bestimmter Hormone, die ausgeschüttet werden vom Körper. Deine Gefühle, die Gedanken, die du hast, sind körperliche Vorgänge, die du bemerkst. Farben, die du vielleicht siehst vor deinen geschlossenen Augen, Ideen, Gedanken vom Tag, die gerade verarbeitet werden. Ein bisschen fast schon, als würde man sitzen und träumen. Beobachte dich mal dabei. Dieser innere Prozess, der da abläuft. Der ganze Körper ist lebendig. Alles arbeitet. Überall geschieht etwas. Erlaub dir einmal, deine Hände zu fühlen. Dann wirst du bemerken, dass in den Händen ganz viel geschieht. Fühl deine Hände. Erlebe die Empfindungen in den Händen. Bemerke sie. Ja, spürst du es, die Lebendigkeit in den Händen? Es ist die gleiche Lebendigkeit wie in deiner Wirbelsäule oder in deinem Rücken. Es fühlt sich nur anders an. Im Kopf tritt es in Form von Gedanken auf, Erinnerungen, Ideen, Probleme. Wir nehmen das einfach ganz anders wahr, was im Kopf geschieht, als das, was in der Hand geschieht. Wenn du deine Hände spürst, fühlt sich das sehr verdichtet an. Grobe Empfindungen wie Pochen, Stechen, Kribbeln, Pulsieren. Hör mir nicht einfach nur zu, fühl deine Hände. Spür es. Ja, sehr deutliche Empfindungen. Die Gedanken hingegen sind sehr flüchtig. Sehr feinstofflich. Kann man nicht wirklich greifen. Aber die Geräusche, die du hörst, kannst du auch nicht greifen. Sie kommen und gehen, wie die Gedanken kommen und gehen. So, wie du jetzt deinen Körper stillhältst, halte auch deine Gedanken still. Bleib leer. So ist es genau richtig. Jetzt kann es sein, dass immer noch Gedanken durch deinen Kopf schießen, aber du kreierst sie nicht. Bleib ruhig. Lass sie da sein, wie die Empfindungen im Körper, lassen wir die Gedanken im Kopf da sein. In Wirklichkeit bist du still und unbeweglich. Wenn du drüber nachdenkst,
dann bist du nicht still, dann denkst du ja über etwas nach. Bleib einfach ruhig im Kopf. Genau so. Jetzt bemerkst du, wie der Körper darauf reagiert. Das Nervensystem. Es arbeitet gerade ganz schön. Lass das geschehen. Bleib weiter still sitzen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du spürst deutlich deinen Körper oder du denkst sehr viel nach. Meistens sind es nur diese zwei Dinge. Entweder du fühlst viel oder du denkst viel. Beobachte das. Bist du ein Denker oder ein Fühler? Eine Denkerin oder eine Fühlerin? Achtest du mehr auf das, was du spürst, oder mehr auf das, was du denkst? Achtest du mehr auf das, was in deinem Kopf geschieht? Also dieses Feinstoffliche, oder achtest du auf das Gröbere, die Empfindungen? Vielleicht kannst du ein Gleichgewicht finden von Fühlen und Denken. Du spürst etwas von dem, was in deinem Körper geschieht, an Empfindungen. Du bekommst aber auch mit, was in deinem Kopf geschieht. Allem gegenüber begegnest du mit Ruhe. Sehr, sehr gut so. Ein bisschen Körper spüren, ein bisschen Gedanken wahrnehmen. Es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Du kannst mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir sein, beim Körper fühlen und beim Beobachten der Gedanken, aber es gibt ja noch eine Außenwelt, die Geräusche, die Luft, das Licht.
Bist du eher immer bei dir, mit dir beschäftigt, mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken? Oder bist du eher auf das Außen fokussiert, was da draußen geschieht? Bekommst du etwas von deiner Umgebung mit? Bemerke, wenn du sozusagen ein introvertierter Typ bist, also immer auf das achtest, was in dir geschieht, mit dir geschieht, was du denkst, was du fühlst. Oder ob du ein extrovertierter Typ bist, also auf das achtest, was das Außen tut, was im Außen geschieht. Fühl. Denk nicht drüber nach, dann bist du introvertiert und bei dir. Du könntest den Geräuschen lauschen, den Untergrund fühlen, auf dem du sitzt. Mit deinen kleinen Härchen auf der Haut die Luft spüren. Finde wieder ein Gleichgewicht zwischen innen und außen. Immer wieder mal lauschen. Still sein. Dann wieder ein bisschen sich selbst fühlen. Ruhig bleiben, das Nervensystem arbeitet jetzt wieder. Immer wenn wir was Neues tun, arbeitet das Nervensystem. Es ist wie eine Umprogrammierung. Bleib ruhig. Ein bisschen bei dir bleiben, ein bisschen die Umgebung wahrnehmen. Ein bisschen von den Gedanken wahrnehmen, ein bisschen von den Empfindungen wahrnehmen. Und die Umgebung wahrnehmen.
beobachten, bist du innen zu viel und außen zu wenig? Immer wieder mal den Geräuschen lauschen, wenn du nach außen gehen möchtest. Wenn du zu viel außen bist, erlaub dir mehr, die Empfindungen in deinem Körper wahrzunehmen. Sehr gut so. Wenn das Außen dich zu stark belastet, dann erlaub dir mehr, deinen Körper zu fühlen. Wenn du negativ bist und starke Gefühle hast, dann achte mehr auf die Geräusche da draußen. Achte auf das, was du draußen siehst, was du wahrnimmst. Und im besten Fall findest du ein Gleichgewicht von innen und außen. Entspann dich, locker, locker, Schultern locker, Gesicht weich. Zu viel Gedanken, mehr spüren vom Körper. Bisschen Aufmerksamkeit nach außen, die Luft auf deiner Haut spüren zum Beispiel. Das ist sehr gut. Bleib in diesem schönen Gleichgewicht. Ja, merkst du, zwischen all diesen Dingen ist die Stille. Zu viel Kopf. Mal wieder den Geräuschen lauschen, die Unterlage fühlen, auf der du sitzt. Sehr, sehr gut. Und entspann dich nochmal.
Und dann kommen wir gleich gemeinsam zurück, indem wir unsere Augen öffnen. Du den Körper wieder etwas bewegst, ganz ruhig. Das war jetzt ein typisches Aufmerksamkeitstraining, ja? Wir haben unsere Aufmerksamkeit gelenkt, ne? Vom Körper, Gedanken, Innen, Außen sein. Letztendlich gibt es ja kein Innen oder Außen, ne? Da, wo du bist, das ist das, wo man ist und das ist das, was man wahrnimmt. Ob das jetzt Innen ist oder Außen ist, kann man ja gar nicht sagen. Wer hört denn die Geräusche? Du. Und wo hörst du die Geräusche? Ja, in dir. Ne? Natürlich fährt da hinten ein Auto vorbei, aber du bist ja der Hörende. Aber darum ging es jetzt gerade nicht, sondern es ging darum, wie arbeite ich innerlich mit meiner Aufmerksamkeit? Ja? Worauf bin ich fokussiert? Ne? Es ist dieses Typische, wenn man ganz viel nachdenkt, spürt man nicht viel von seinem Körper. Und wenn wir es schaffen, die Aufmerksamkeit zu verlagern vom Denken ins Spüren, dann gleicht sich das schon mal ein bisschen aus. Oder wenn du zu sehr mit dir beschäftigt bist, das heißt, wenn man tatsächlich anfängt, negativ zu werden, destruktiv zu werden, wenn die eigenen Gefühle Überhand nehmen, ja, dann hat man sich wahrscheinlich zuvor sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Im Grunde tut's ja dann mal gut, mit Freunden was zu machen. In dem Augenblick erzählen dir halt andere Leute mal etwas und du bist nicht mehr nur mit dir beschäftigt. Also nimmst du das wahr, was von da draußen kommt, oder deine Aufmerksamkeit ist beim Zuhören nach außen gerichtet. In dem Augenblick geht von dir etwas weg und du gibst ein bisschen Aufmerksamkeit nach da draußen. Ja? Der Dalai Lama hat mal gesagt, man sollte nie so viel alleine sein. Und das meint er damit. Wenn man sehr viel alleine ist, ne, dann ist man auch sehr viel mit sich beschäftigt. Womit willst du dich sonst beschäftigen? Ist ja niemand da. Ja? Und gerade hier bei dem, was wir machen und in unserer Meditationsgemeinschaft, ne, versuchen wir, dieses schöne Gleichgewicht zu finden zwischen Leuten, die zusammen sein können, sodass niemand alleine sein muss. Oder wenn man dann alleine sein will, wenn du sehr viel im Außen bist, weil du da sehr viel zu tun hast, weil sehr viele Leute um dich herum sind, dann ist es umgekehrt. Ja? Dann hast du sehr wenig Energie für dich. Also, was ist zu tun? Natürlich sich hinsetzen, still werden, damit die Aufmerksamkeit von außen nach innen gehen kann, sich da wieder sammeln kann. Und wenn wir da in einem schönen Gleichgewicht leben, ist im Grunde alles in Ordnung,